So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Pokémon Shiny Gold X. Und heute stehen wir hier vor diesem Höhleneingang, der anscheinend neu in dem Game ist, weil ein Pokémon Gold, Silberkristall, gab es den Höhleneingang nicht. Und mir wurde von einigen Leuten gesagt, dass ich mir den auf jeden Fall reinziehen soll. Das heißt für mich, ich habe als erstes ein Pokémon abgelegt. Und zwar habe ich, und das ist, glaube ich, ein Fehler, weil wir jetzt der Trüberer für die Höhle brauchen. Ich habe, oder brauchen wir jetzt der für die Höhle? Nein, das ist echt bad. Egal. Jedenfalls habe ich ein Pokémon abgelegt und das ist natürlich der Herr Eber, weil wir hier in dieser Höhle nämlich etwas bekommen, wofür wir Platz in unserer Box brauchen. Ne? Und deswegen, in unserem Team, verzeihung, nicht in unserer Box. Und deswegen habe ich natürlich ein Pokémon ablegen müssen und deswegen gehen wir heute hier rein. Und ja, mittlerweile weiß ich auch, wofür die Geister in der letzten Episode stehen, die wir ja in der Azuria City gesehen haben. Und diese Geister stehen eigentlich kurz und knapp nur dazu, oder die bedeuten eigentlich nur, dass wir dort nicht lang gehen können. Und das Strength und Cut sind schon drauf, das ist ärgerlich. Ja, auf wen bringe ich denn jetzt da drüber dabei? Ja, wahrscheinlich Arcani. Und das bedeutet einfach, dass wir dort in dieser Version des von Pokémon Shiny Gold X nicht hingehen können. Ne? Das heißt, das Projekt findet wahrscheinlich demnächst wirklich recht schnell ein jähes Ende, was ich schade finde, weil wir dann halt noch 2-3 Tage gut haben, bevor es dann mit hier Mystery Dungeon losgeht. Aber wir werden uns da auf jeden Fall mit abfinden. Vor allen Dingen habe ich da, glaube ich, sogar ein kleines Zeitproblem mit Mystery Dungeon, weil ich muss mal schauen, dass ich das Spiel eventuell sogar früher recorden muss, weil ich ja, wie gesagt, schon am Freitagmorgen nicht mehr da bin. Da geht es nämlich für mich schon Richtung Holland zur Europameisterschaft in Pokémon, Sammelkartenspiel. Das heißt also, jetzt muss ich hier, glaube ich, nochmal Schutz sprayen, habe ich sogar drauf, gut. Das heißt also, das wird vom Zeitplan her richtig knapp. Ich muss dann bis dahin 3-4 Parts aufnehmen und dann haben wir ein Problem. Aber ja, wir kriegen das schon irgendwie geregelt. Streams finden nächste Woche auch statt. Die werden dann halt einfach nur unter der Woche irgendwie platziert. Aber wir kriegen das auf jeden Fall hin, Leute. Ja, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Naja, wie sieht das jetzt hier aus? Ein Besucher, ja. Und was hast du für uns? Richtig, er hat ein Ei für uns, was er uns sogar geben möchte. Wir bekommen also das Ei, was ziemlich interessant ist. Ich habe keine Ahnung, was sich in dem Ei befindet. Ich weiß nur, was in dem, oder dass wir hier überhaupt ein Ei bekommen. Und ich glaube, zur nächsten Episode werde ich definitiv mal schauen, dass ich dieses Ei ausbrüte, weil vielleicht wird sich da ja irgendein cooles Pokémon verbirgen. Ich würde mal sagen, so ein Tanheel ist gar nicht mal so bad, ne? Tanheel, Kindwurm, wobei ich eher mit Tanheel rechne, dass es hier aus dem Ei schlüpft. Weil, naja, es muss schon ein bisschen besonderes Pokémon sein, meiner Meinung nach, ne? Wenn das hier so aus dem Ei schlüpft. Naja, wie dem auch sei. Ich habe jetzt aber immer noch Keifel im Rahmen drin, falls ihr euch jetzt fragt, ja, warum ist denn immer noch Keifel im Rahmen drin, Regi? Bist du denn des Wahnsinns? Bist du besoffen, Digga? Bist du besoffen? Hast du noch Scheiße im Kopf? Nein, ich habe das tatsächlich durchdacht, weil ich bin einfach nur zu faul, um das zu wechseln. Und deswegen, alles in Ordnung. Ich werde aber, wie gesagt, glaube ich, das Ei dann zur nächsten Episode ausbrüten, zum Anfang der nächsten Episode, damit wir alle mal wissen, was da drin ist, inklusive mir. Okay, so, da haben wir Keifel, Herr Eber, der kommt jetzt natürlich direkt mal rein für das Ei. Du wirst dann halt demnächst ausgebrütet. Ich habe, by the way, keine Ahnung, wie diese Hülle hieß, wo wir es bekommen haben. Hatte, glaube ich, auch wieder irgendeinen besonderen Namen. Naja, dem auch sei. Ja, Leute, heute ist natürlich wieder Sonntag, heute ist wieder GPL angesagt. Ich persönlich feiere die GPL ja unglaublich krass. Die macht mir als Teilnehmer unglaublich viel Spaß. Und ich habe schon so das Gefühl, dass es euch auch mega viel Spaß macht als Zuschauer. Was mich teilweise wieder zurückfreut, weil das einfach nur episch ist. Und ja, wenn ihr den aktuellen Spieltag nicht gesehen habt, Leute, solltet ihr das unbedingt nachholen, weil der Kampf ist wirklich spannend. Wirklich spannend, kann ich euch nur sagen. Okay. Ist das hier jetzt eine Route mit krassen Trainern oder... Ach, das ist ein Psycho, okay. Ich wechsle immer mit den Ast-Trainern, deswegen... Krasse Trainer, weißt du. Ast-Trainer, krasse Trainer. So. Ja, wie immer gibt es an dieser Stelle wieder den Sellout-Modus, Leute, wenn ihr heute schauen wollt. Heute fangen wir mit dem Stream früher an als sonst. Ich würde mal sagen, dieser Part kommt so 15 Uhr. Ich denke mal so 17 Uhr fangen wir wahrscheinlich mit dem Stream schon an. Wird dann, glaube ich, so 3-4 Stunden gehen. Und wenn ihr dabei sein wollt, seid ihr natürlich herzlich dazu eingeladen. Heute gibt es Wi-Fi-Battles gegen Zuschauer. Nebenbei werden wieder Dittos und Hoopas verteilt. Also Leute, seht zu, dass ihr euren Po in den Stream schafft, würde ich jetzt einfach mal ganz spontan behaupten. Wenn ihr dabei sein wollt, wohlgemerkt, ne? Okay. Das ist kein Problem, dass Grumpix Wish wahr wird, weil es ist so wie bei 100%. Das heißt, Wish sehr schön umspielt. Hm. Und ich überlege gerade.
Reicht nicht mehr. Ah. Oh. 5 HP into rest. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wie gesagt, ich freue mich gerade wirklich schon tierisch auf Mystery Dungeon, weil Shiny Gold X ist wirklich schon ziemlich gegen Ende. Wir haben kaum noch was zu tun. Anscheinend bekommen wir in dem Spiel doch nur noch den Orden von Sabrina. Anscheinend, weil in der Azura City Arena kommen wir ja nicht hin, wenn wir nicht zum Kraftwerk können. Würde ich jetzt mal ganz spontan sagen. Aber ich werde nochmal im Cup im Norden schauen, ob da Misty jetzt vielleicht automatisch steht, ohne dieses Team Rocket Gedöns mit dem Kraftwerk und so. Muss ich mal schauen. Und wenn das dann tatsächlich der Fall ist, ja, können wir das Projekt dann wahrscheinlich so in 1-2 Folgen beenden. Ich habe so geplant, dass wir noch ein paar bisschen Backtracking betreiben an einigen Orten. Ich glaube zum Beispiel in der Eishöhle gab es ja den Wasserfall. Den möchte ich auf jeden Fall nochmal besteigen, den Wasserfall, um zu schauen, was sich dort befindet. Weil es kann ja gut sein, dass sich dort irgendwas Interessantes befindet. In Form eines legendären Pokémons vielleicht. In Form irgendeines wichtigen Items, interessanten Items. Vielleicht gibt es dort irgendeinen verschollenen Trainer oder irgendein besonderes Event. Man weiß es nicht. Deswegen will ich da einfach mal vorbeischauen. Flinch, Captain Flinch hier am Werk. Und deswegen schaue ich einfach mal vorbei. Und dann gibt es halt noch so Orte wie, keine Ahnung, den GS-Ball müssen wir zum Beispiel noch ausliefern. Das will ich auch auf jeden Fall machen. Weil wir müssen ja höchstwahrscheinlich zu Kurt bringen. Und dann schauen wir einfach mal, ne, was man da noch so Feines machen kann. Aber ein bisschen was an dem Spiel haben wir noch zu tun. Ich meine, ich werde heute auch die Arena von Saffronia City betreten. Ob es zu einem Arena-Hinterkampf kommt, weiß ich nicht. Wäre natürlich ziemlich episch, aber ich garantiere für nichts. Ich persönlich rechne eigentlich eher nicht damit. So. Wenn ich jetzt wirklich hart im Nehmen wäre, hätte ich gesagt, ich bleibe hier straight drin, mir ist egal. Arcani kann jetzt sowieso keinen Feuer-Move außer Glut wahrscheinlich. Sage ich ja. Und oh, ja. Ich hätte das Gefühl, wenn ihr niesen müsst, aber es kommt nicht raus. Oh, Nase, don't do it. Oh, Nase, don't do it. Don't do it, don't you dare, man. Don't you dare, Nose. Okay. Und ich glaube, vor allen Dingen gegen Ende des Spiels haben wir gemerkt, ein Starmie, nur mit Surfer und Psychokinese, ist schon ein gutes Starmie. Ein sehr gutes Starmie. Und wenn wir jetzt auch noch hier im Kopf behalten, dass ein Ding Eisstrahl könnte, was Starmie sogar nochmal eine Stufe höher setzen würde, weil es dann halt auch noch Drachen-Pokémon beispielsweise aus dem Spiel nimmt, bisschen was gegen Pflanzen-Pokémon hätte. Oh, Starmie, 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 du bist ein krasses Pokémon, sage ich dann nur. Okay, ein weiterer Psycho. Wo kommen die ganzen Psychos her? Die sind alle ein bisschen Psycho, ne? Okay, noch ein Xatur. Ist normal, dass sie alle Xatur haben? Scheint wohl ein beliebtes Pokémon hier in der Kanto-Region zu sein. So, Psychokinese, das ist nicht so schön. Einen sollten wir aber tanken mit Herr Eber. Sag ich ja. Und unter Umständen sind wir eigentlich sogar jetzt mit Herr Eber schneller. Ich traue mich da aber, glaube ich, gerade nicht drin zu bleiben. Ja, ich könnte hier drin bleiben, aber erstens kann Icy Wind kann missen. Zweitens, na, wir könnten immer noch langsamer sein. Deswegen wechsle ich jetzt einfach auf Bronze Grill raus. Ich glaube, so mein heimlicher Favorit in unserem Team ist wirklich Bronze Grill. Bronze Grill ist wirklich so ein Pokémon. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es beliebt bei einigen ist, ne? Aber wir haben es ist, glaube ich, das älteste Teammitglied überhaupt. Wir haben es, glaube ich, auch gute 33 oder 34 gefangen, ich weiß es nicht mehr. Aber es kam dann halt irgendwann mal später nach dem Verlust von Anfang war es Red Tag. Kam Bronze Grill direkt nach Red Tag? Ich glaube, nee, Bronze Grill kam ein bisschen spät. Ja, Bronze Grill kam dann aber wirklich aktiv erst am Ende ins Team, nachdem noch ein paar andere Flugpokémon gescheitert sind. Ja, aber seitdem ist es im Team, Leute, und mit dem ich weiß nicht, ob Bronze Grill ist verlassen. Bronze Grill. Gute Statuswerte. Wirklich. Ich finde die Statuswerte richtig, richtig solide eigentlich für Bronze Grill. Für den Spielverlauf reicht es auf jeden Fall. Step Rückkehr. Also das Ding, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Na, guckt euch mal die Werte nochmal an. HP-Wert ist gut. Okay, die Ability ist shit, aber Step Return ist auf jeden Fall nicht schlecht. Okay. Ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viele Trainer hier. Müssen nur noch 2-3 Stück sein. Und dann können wir auch schon die Arena von Saffronia City betreten. Und das müsste ja dann ja, wie gesagt, die letzte Arena sein, die wir hier in diesem Let's Play bekämpfen werden. Und das ist gerade ganz gut. Ich nehme diesen Kampf gerade auf, nachdem ich einen GPL-gespielter Kampf gesehen habe. Nicht meinen, aber einen anderen. Das ist ganz gut gerade. Weil der nächste, der wird dann halt so ziemlich genau da oben sein, wenn ich gerade die Aufnahme hier beendet habe. Das ist also gerade so ein bisschen so eine kleine GPL-Pause für mich. Und ob ihr es glaubt oder nicht, weil in der GPL ist aktuell so ab,
Es ist immer ein bisschen GPL-Talk, den ich hier in diese Episode reinfüge, weil es ist langweilig, ja, was hier gerade on-screen passiert. Ich meine, wir machen die Trainer und so weiter und weiß der Teufel was. Eigentlich ist es mega langweilig, juckt gar keine Sau, wenn ich mal ehrlich bin, ne? Aber, ich versuche gerade zu überbrücken, ein bisschen Real Talk GPL. Ich glaube, die meisten von euch dürfte das natürlich auch interessieren, weil die meisten von euch auch die GPL aktiv verfolgen. Jedenfalls meine Kämpfe, zumindest, hoffe ich mal, ne? Sonst wärt ihr nicht hier. ja, wie gesagt, der GPL läuft auch aktuell so ab. Wir Teilnehmer, wir wissen nicht, wie die anderen Spiele ausgegangen sind. Das heißt, wir bekommen diese Spiele auch zum ersten Mal hier an dem Sonntag mit. Letzte Season war das anders. Letzte Season, da haben wir auch gesagt bekommen, da wurde halt in den Chat so gepostet, ja, 3-0, 2-0 gegen XY, wie ist das? Wurde halt in den Chat gepostet, jeder konnte das vorher lesen und das heißt, wir haben den Kampf schon gespoilert bekommen. Oder das Endergebnis jedenfalls. Das ist diese Season nicht mehr möglich. Diese Season geben wir niemandem mehr unsere Ergebnisse bekannt. Die Ergebnisse, jeder sieht wirklich die Ergebnisse, selbst Prez und Razer sehen die Ergebnisse erst auch am Sonntag, in den Kämpfen selbst. Das heißt, wir haben auch ein komplett anderes Spielerlebnis oder ein komplett anderes Zuschauererlebnis bei den Kämpfen, in denen wir nicht beteiligt sind in der GPL. Was ich ziemlich cool finde, weil das macht die Kämpfe ultra spannend teilweise. Vor allen Dingen, weil man dann halt einfach mal, naja, die anderen Kämpfe ungespoilert sieht. Ne? Das ist schon was komplett anderes. Es ist auch etwas, was sehr episch ist, um ehrlich zu sein. Naja. Wie dem auch sei, wir sind jetzt auch mit dieser Route fertig. Die ist ein bisschen mau gewesen. Hat ein bisschen tougher in Erinnerung. Und ja, was fehlt denn jetzt noch so gesehen? Dick der Höhle kommen wir nicht rein. Ohne dieses Update. Und das Update gibt es halt nur über ein Kraftwerk. Ich könnte noch, wie gesagt, im Norden von Azuria City nachschauen, ob sich dort irgendwas befindet. Was ich aber eigentlich bezweifle. Ich glaube, eigentlich bezweifle ich, dass sich dort irgendwas befindet. Oder? Gibt es dort irgendwas? Ich schaue auf jeden Fall nochmal nach. Weil die Misty steht ja normalerweise da im Cup im Norden. Vielleicht haben wir da Misty einfach nur übersehen. Oder vielleicht steht die da jetzt einfach. Ist das Misty? Ja, das ist Dante. Ah, die beiden. Ja, ich bin's natürlich, ne? Ach, das sind die beiden Liebespaar. Die wollten ein Rematch gegen mich. Oh shit, hätte ihr mich vorher Bescheid sagen können. Ich habe die komplett vergessen. Ah, das ist dieses Liebespaar. Die haben 4 Pokémon. Nidoking, Nidoqueen. Das ist schon mal ein sehr guter Start für beide. Und katastrophaler Start für mich. Oh Gott. Okay, Icy Wind. Und dann muss ich hier raus. Und geh auf Thylian. Halt erstmal einen Bedroher rauskriegen. Der ist ganz gut, weil Nidoqueen Kraftkoloss kann. Und eventuell mit Kraftkoloss auf Herr Eber geht. Und außerdem schwächen wir halt die physische Power von beiden. Ich hätte auch auf Erdbeben gehen können mit Herr Eber. Was mache ich da eigentlich, ich Depp? Dann hätte ich aber Bronze Grill reinholen müssen. Okay, das ist nicht gut. Eisbeam. Icebeam? Okay, ich habe keine Ahnung, warum Icebeam, aber das soll mir recht sein. Ich will erstmal das Nidoking beseitigen. Weil Nidoking mehr Damage austeilt und wir bei Nidoking eine höhere Chance haben, es zu besiegen. Oh, das war ein Crit. Sehr gut. Nidoking aus dem Spiel geräumt. Das gefällt mir. Nidoking ist ein extrem gefährliches Pokémon. Auch schon hier in dem Game gewesen. Ach, die haben ja Volbeat und Illumise, die Lappen. Volbeat und Illumise, ey. Das ist okay. Volbeat und Illumise klatsche ich beide weg mit Arcani. Das ist kein Problem. Ich dachte schon, die halt keine Ahnung. Haben jetzt ein bisschen krassere Pokémon. Okay, ich will jetzt nicht sagen, dass sie nicht krass sind. Deswegen, falls die Erdbeben oder so kommt. Superpower, ich wusste, dass sie Superpower kann. Ich wusste, ich habe es ja gesagt, aber deswegen habe ich halt auch. Boah, das macht ja gar nichts nach dem Bedroher. Das macht ja gar nichts, das ist ja lächerlicher Schaden. Das ist ja wirklich lächerlicher Schaden. Icy Wind Effekt ist drauf, Flamethrower müsste jetzt Volbeat K.O. und da kommt Illumise rein. Darauf kriegen wir halt auch nochmal Icy Wind und. Damit sollte der Kampf eigentlich schon gelaufen sein. Damit sollte der Kampf eigentlich schon gelaufen sein. Ich bezweifle, dass sie hier irgendwas Großes können. Ja, Illumise kommt rein. Eber trifft auf jeden Fall Illumise mit Icy Wind. Das heißt, es ist wieder langsamer als alles andere auf dem Feld. Ja, das Nidoqueen kriegt auch wieder ein bisschen Chip-Damage, was gar nicht so schlecht ist. Und es macht sowieso nichts mehr, das Nidoqueen. Das heißt, ich habe bei minus 2 Angriff, minus 1 psychischer Verteidigung, greift mit Ice Beam meinen Thylian an. Ach,
Lächerlich, ja, lächerlich. Was soll das Ding groß gegen mich machen? Er könnte jetzt Erdbeben machen. Mache ich nicht. Ich wollte gerade weiter mit Icy Wind an. Icy Wind, guter Wind. So, Flammenwurf auf Illumise. Hau rein, Illumise. Wir sehen uns im nächsten Leben wieder. Quick Attack auf dem Level 65 Illumise. Ah, ridiculous, man. Ridiculous. Aber der Crit auf dem Nidoking, der war schon gut. Der war schon gut, ne? Aber es ist halt Thylian, ne? Wen wundert es, dass ein Pokémon in der Klasse von Thylian so Nidoking mit einem Schlag besiegt und dem ist ihn wegcrittet. Mich wundert das nicht. Thylian ist halt ein geiles Pokémon. Okay, komm nochmal, Swagger geht daneben, ja, wir hexen uns hier durch wie sonst was. Ich mache jetzt nochmal den gleichen Abgang mit Dragon Breath und Headbutt. Oder auch nicht, alles klar, das ist hier der Mut der Verzweiflung. Die sind jetzt hier richtig am Durchdrehen, haben noch irgendwie ein Hoff... Ja, okay, das ist bei minus 1 Defense, ne, okay. Warum kann das das? Warum können die das? Könnt ihr bitte damit aufhören? Ich meine, ihr habt doch eh verloren. Ihr braucht jetzt nicht nur verzweifelt euer Solo-Nidoking da irgendwie hoch zu sein. Ja, aber in der Regel ist das immer so ungefähr die Art, wie man im Doppelkämpfen vorgeht, Leute. Immer einen Slot doublen, damit der Gegner halt nichts mehr tut. Ne? Mit zwei Pokémon gegen eins ist von Natur aus ein gutes Matchup. Und warum seid ihr jetzt so traurig? Wir werden irgendwann eine andere Chance haben, auf jeden Fall. Man fragt sich, was los mit dem ist, ja? Ja, der Dante, der ist ja echt traurig, ne? Ja, der Dante, der ist ziemlich niedergeschlagen gewesen, der Arme. Naja, kann ich nichts tun. So, ich schaue da nochmal vorbei im Captain Norden. Und wenn es dort jetzt wieder nichts gibt, dann... Ne, wir können anscheinend nicht gegen Misty kämpfen in dem... Wobei? Ich gehe nochmal in die Arena rein. Wer ist da jetzt dieser Rocket Boy? Da wir jetzt auch das Amelia-Event getriggert haben. Ah, das ist schwierig. Wenn das solche Events sind, die nacheinander triggern und die man nacheinander aktivieren muss, dann ist das nicht so cool. Nee, okay. Es steht wohl fest, Leute, es steht wohl endgültig fest. Wir können die Arena von Azuria City nicht bekämpfen in diesem Spiel, was schade ist. Freddy hätte sich dort sehr gefreut. Das heißt, letzter Halt, Saffronia City in Kanto. Ich meine, ich habe Saffronia City auch noch gar nicht ganz erkundet. Es gibt hier ein paar Dinge, die wir noch erledigen müssen. Ja, wie man es nimmt, ne? Wie man es nimmt. Ich persönlich finde es ja wirklich sehr schade, dass ich jetzt nicht zumindest noch die Azuria City Arena machen kann. Die hätte ich, ich als Macher hätte sie auf jeden Fall noch eingebaut. Da hättest du halt so als Oberthema gehabt, in dieser Beta ist jetzt zum Beispiel Zentral Kanto drin. Hätte man jetzt sagen können. Jetzt fehlt der halt irgendwie Zentral Kanto. Naja. Shit happens. Was willst du machen? Ist ärgerlich, aber wir haben ja zumindest noch ein bisschen ein paar Sachen hier zu erledigen. Glaube ich, wir können in die Zillscope-Gebäude rein. Konnten wir das in Gold, Silber, Kristall auch schon? Ah, wir konnten, aber wir konnten da nicht hoch, ne? Fand ich immer wirklich schade. Ich meine, man baut hier das Zillscope-Gebäude ein, aber man kann da nicht hoch. Warte, was? Oh, dieses Pikachu-Girl war hier wieder. Oh, vielleicht haben wir ja doch ein bisschen mehr zu tun, als ich annehme. Aber anscheinend sind die Silvscope-Gebäude-Mitarbeiter extrem sauer, weil ein Pikachu-Girl oder ein Girl mit einem Pikachu da irgendwas geklaut hat. Und wir wissen, wer es ist. Es ist Ashley, ne? Ashley war das doch mit ihrem Pikachu, die auch unsere Orden klauen wollte, die Bitch. Ja. Ashley Spinelli! Okay, das ist die Arena. Das ist die Fake-Arena. Die Kampf-Arena. Kann man mit der Frau da reden? Oder ist sie da eingesperrt? Ah, man kann mit der reden. Ah, und wenn die so eingesperrt ist, dann scheint die ja was Besonderes zu sein. Oder auch nicht. Ja, okay. Packt mir einfach eine einen random NPC irgendwo dort in die Ecke. Juckt uns nicht die Bohne. Okay, was ist das? Okay, kriege ich zumindest denn schon das Ticket hier? Das komische, wie hieß das? Bahnticket, genau, kriege ich das hier? Ich glaube nicht. Oder? Wenn ich das Bahnticket kriege, wäre es natürlich ein ziemlich easy. Copycat, okay. Copycat, die Nachahmerin. War sogar mal eine Yu-Gi-Oh-Karte. Nicht Yu-Gi-Oh-Karte, eine Pokémon-Karte. Und ist das echt schlecht?
Okay. Ich glaube, das ist blöd. Das heißt, wir müssen auch umständlichen Weg nach Kanto. Kommen wir überhaupt noch nach Kanto? Vielleicht mit der MSN, ne? Irgendwie muss ich ja... Nach Yodo, Verzeihung. Okay, was geht denn hier so in der Kampfarena ab? Gar nichts mehr, oder? Der Karate-König, der ist jetzt irgendwo im Karlberg. Kriegen noch ein Fokusband hier. Das werde ich auch allen meiner Pokémon geben, weil der hätte schon mal wieder gecrittet und dann halten wir mit dem Fokusband durch. Das wäre godlike. Okay, da haben wir das Fokusband. Das geben wir einfach mal Freddy. Freddy, komm, Bus bauen. Nee, just kidding. Ja, okay, Leute, ich glaube, für die Arena wird es heute sowieso nicht reichen. Das heißt, wir machen das einfach in aller Ruhe zur nächsten Episode. Es ist ein kürzerer Part heute gewesen, aber das passt sowieso, weil heute GPL ist. Ich sage einfach mal, Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, würde mich freuen und supporten. Ansonsten sehen wir uns zur nächsten Episode wieder von Pokémon Shiny Gold X. Das Projekt geht ja sowieso nicht mehr so lange. Und von daher holen wir noch das raus, was aus dem Game rauszuholen gibt. Leute, ciao, euer Rigi.